Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Saskias Beauty Blog. Heute habe ich ein Update meiner Wickeltasche für euch. Ihr hattet es euch auf Snapchat gewünscht. Ich habe gefragt, ob ihr an sowas Interesse habt, weil mein letztes Wickeltaschenvideo war ja in der Zeit, wo ich schwanger war. Und ich hatte zwar ein What's in my bag gemacht, weil ich eigentlich von der Wickeltasche wegkommen möchte, aber ich schaff's nicht. Ich weiß nicht, ich krieg die Sachen einfach nicht in meine Handtasche. Und wie ihr seht, ist sie auch wirklich mega voll, meine Tasche. Also da geht wirklich gar nichts mehr rein. Und also da bräuchte ich ja einen Koffer, den ich dabei habe. Deswegen nehme ich nach wie vor eigentlich meistens meine Wickeltasche mit. Außer ich weiß, ich gehe irgendwo hin, wo ich nicht so viel benötige. Aber heute zum Beispiel gehen wir auf so einen Indoor-Spielplatz. Und da braucht man einfach ein paar Sachen. Und was ich da alles so drin habe, das zeige ich euch heute. Bevor ich mit dem Video anfange, möchte ich euch noch ganz kurz meine liebe YouTube-Freundin Nancy vom Kanal Mami Seelen empfehlen. Die hat jetzt auch ein Video zu ihrer Wickeltasche hochgeladen. Die hat ein kleines Baby, die Lilly, und hat noch zwei weitere Kinder. Also sie ist eine Dreifachmama und sie hat definitiv Ahnung, was sie da einpacken muss. Und falls ihr da noch Tipps und Tricks braucht oder einfach mal gucken wollt, was sie so mit sich rumführt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Ich verlinke euch einmal das Video hier, das könnt ihr euch ein bisschen angucken. Und natürlich auch am Ende des Videos und auch in der Infobox findet ihr Nancys Kanal und auch ihre Videos. Sie macht wirklich sehr schöne Videos, auch im Bereich Mama sein oder vom Alltag her, also eigentlich sehr ähnlich wie ich so von den Themen. Und sie macht auch ganz witzige Videos manchmal mit ihrem Mann. Also schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. So, und das ist meine Wickeltasche. Wie ihr sehen könnt, nicht mehr die Grau, die ich damals hatte. Grau mit Babyblau, sondern Oliv mit Beige. Und es liegt daran, dass wir ja den Bugaboo, den Kinderwagen, den wir haben, nochmal umgestylt haben. Am Anfang wollte ich ja unbedingt Babyblau. Und dann habe ich irgendwie bereut, dass ich nicht diese Limited Edition von Diesel genommen habe. Und die ist im Khaki. Und da hat die andere Wickeltasche nicht gepasst. Und dann hat Bubu mich gefragt, ob ich vielleicht eine passende haben will. Und ich habe natürlich gesagt, oh mein Gott, ja. Also diese, sorry, Wickeltasche hier ist von Bubu, wie auch schon meine letzte war. Ich liebe die, ich finde die super schön. Ich finde, es ist sehr schwer, eine schöne Wickeltasche zu finden. Also mir hat damals fast gar nichts gefallen, wo ich auf der Suche war. Und ich glaube, ich werde immer bei denen bleiben, weil die gefallen mir vom Design und auch von der Aufteilung her einfach mega, mega gut. Übrigens verlose ich euch bald auch eine von Bubu, allerdings erst in einem meiner Wintervideos. Die kommen noch, also vorab schon mal. Ich werde auch so eine bald verlosen an einen von euch. Also, dann gucken wir mal, was wir alles dabei haben. Also, mehr geht wirklich nicht rein. Ich glaube, selbst ein Schnuller würde nicht mehr reinpassen. Zum einen habe ich Milans Flasche dabei. Ich probiere ja schon die ganze Zeit, ihn an diese Trinkbecher zu gewöhnen. Aber es ist nach wie vor schwer. Er blockt es total ab und er will nicht. Er will immer nur seine Flasche. Und ich kann ihn ja nicht verdursten lassen. Deswegen, hat er jetzt hier Apfelsaft, also Apfelschorle mit Wasser. Eigentlich ist so ein Stück Apfelschorle, die schon gemischt ist von Hip, und der Rest ist Wasser. Also würde ich mal sagen, nur ja, ein kleiner Teil ist Apfelsaft, aber einfach, dass er Geschmack hat, weil er trinkt nicht gerne pur Wasser. Das ist auch so eine Sache, die natürlich nicht ganz so toll ist, ich weiß. Aber es ist, wie es ist. Ich fake jetzt auch nicht hier, dass ich irgendwas zeige, was mein Kind nicht trinkt und isst, weil das würde ja nicht der Realität entsprechen. Dann, auf was ich auf gar keinen Fall verzichten kann, sind die Feuchttücher. Und ich habe hier die von Lilly Doo. Ich habe da schon alle möglichen durchprobiert. Ich habe das euch auch schon mal in einem Video gesagt. Ich finde die einfach am besten, weil die auch von der Festigkeit her gut sind. Ich habe zum Beispiel die von Hip nicht so gemacht, obwohl ich ein Hip-Fan bin. Aber die sind so dünn und dann gehen die manchmal kaputt. Und gerade so beim Kaka wegmachen ist es nicht so nice. Also da hätte ich schon gerne etwas Festeres. Da fand ich die von Pampers gut, allerdings haben die in den Tests immer nicht gut abgeschnitten. Also bin ich bei Lilly Doo gelandet, weil die kombinieren irgendwie alles und die machen auch keinen bunten Popo. Ich liebe die. Ich mache mit Feuchttüchern übrigens alles weg. Wer noch? Also wirklich alles. Essensreste, ich putze mir damit die Hände, Gesicht, Hände, alles. Alles. Dann, was bei Milan auch immer gar nicht fehlen darf, sind Waffeln. Ich habe hier so eine Tupperbox mit Waffeln. Der Milan, der liebt Waffeln über alles. Und manchmal ist es so, dass er nachmittags dann halt keine Lust hat, Obst zu essen oder irgendwas. Und dann habe ich halt immer sowas zum Snacken dabei. Und oft nehme ich Waffeln mit, weil er die halt sehr gerne isst. Milans Spitzname ist schon Mr. Waffles, weil er wirklich immer Waffeln isst. So sehen die aus. Wir haben übrigens selbstgemacht ihm schon gegeben und er mag die anderen lieber. Schlimm.
Dann habe ich jetzt hier noch einfach mal Ersatzklamotten dabei. Das habe ich nicht immer dabei, ein Oberteil und ein Pulli, weil wir ja in den Indoor-Spielplatz gehen und vielleicht wird er da irgendwie trotzdem dreckig oder schwitzt und ich muss ihn umziehen oder so, keine Ahnung. Dann nehme ich lieber mal einen Teil zu viel mit wie zu wenig. Dann, und das nimmt halt auch immer echt den meisten Platz weg, nehme ich nach wie vor immer noch eine Wickelunterlage mit. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, oh mein Gott, du brauchst doch keine Wickelunterlage mehr. Aber es ist zwar bei dieser Wickeltasche so eine Unterlage dabei, aber die hält halt, ja, Pipi nur so ein bisschen. Ich finde halt immer das hier besser irgendwie, ich weiß nicht. Aber es kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Deswegen schleppe ich die immer mit. Und das ist auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum bei mir einfach keine normale Tasche funktioniert. Weil mit so einer Wickelunterlage ist ja schon alles irgendwie voll, ne? Die ist ja riesig. Ja, natürlich habe ich immer Windeln dabei, je nachdem, wie lange wir unterwegs sind. Ich habe mal gezählt, meistens wickele ich so 5-mal am Tag. Natürlich nehme ich immer noch ein, zwei Ersatzwindeln mit. Man weiß ja nie. Und ja, ich glaube, mir ist es einmal passiert, dass ich nicht genug Windeln dabei hatte. Und das ist so ein Scheißgefühl. Das ist einem echt unangenehm, wenn man irgendjemanden ansprechen muss und nach der Windel fragen muss. Obwohl ich das persönlich gar nicht schlimm finde. Mich haben auch schon Leute angesprochen und nach Windeln gefragt. Und ich gebe dir immer gern welche, ist gar kein Problem. Nur manchmal ist man ja wirklich irgendwo, das ist sonntags und man hat gerade wirklich keine Chance, eine zu bekommen. Und das Kind hat gemacht. Also das ist echt schlimm als Mama. Deswegen immer genug Windeln einpacken. Und die sind auch von Lilidou. Die sind jetzt mit so Pusteblumen drauf, die sind total süß. Und Lilidou könnt ihr übrigens online bestellen. Auf lilidou.de war das, glaube ich. Und da könnt ihr so ein Windelabo abschließen. Das habe ich beispielsweise gemacht. Und dann lasse ich mir die immer liefern. Weil gibt es was Schlimmeres als Windel einkaufen? Die nehmen so viel Platz immer weg. Und es ist immer ein Geschleppe. Und deswegen lasse ich mir die immer schicken. Dann für unterwegs nehme ich trotzdem immer noch mal so ein Obstgläschen mit für nachmittags. Er hat meistens nicht so Lust drauf, obwohl wenn wir jetzt vielleicht zu toben gehen, vielleicht will er dann auch ein bisschen was Frisches oder so. Meistens mische ich ihm das morgens in so Müsli, Getreidebrei, irgendwas mit unter. Aber auch manchmal nachmittags kriegt er halt noch so ein Obstgläschen. Das ist jetzt Mango, Banane und Apfel, aber wir haben da alle möglichen Gläschen von. Und dann habe ich immer noch mein kleines Notfallkit dabei. Da ist auch was für die Mama, unter anderem Deo. Aber auch für den Milan zum Beispiel Zahnpasta, wenn wir unterwegs sind und Zähne putzen müssen oder so. Aber wir putzen nur abends Zähne. Also ich meine jetzt, wenn wir bei Oma und Opa sind und da sind wir oft länger abends, dann legen wir ihn immer noch mal 2-3 Stunden hin, bevor wir nach Hause fahren. Und da werden die Zähne geputzt. Und dann nochmal, falls die Milan sein Popo bunt werden sollte, von La Roche-Posay, das Zika Plus Baum B5. Hatte ich euch auch schon mal gezeigt in meinem Handtaschen-Update, genau. Das habe ich auch immer mit dabei, weil das passt hier auch so gut rein. Und dann habe ich zum Beispiel auch noch, weil der Mila natürlich immer nach wie vor ab und zu zahnt, Kamistat-Gel. Das benutzen wir meistens. Wir haben auch diese Kügelchen. Oh, wie heißen die Kügelchen jetzt? Ich komme gerade nicht drauf, aber das macht man so ein bisschen auf den Schnuller und dann ist das Zahnfleisch so ein bisschen betäubt. Habe ich aber ehrlich gesagt schon lange nicht mehr genutzt. Nur wenn es halt gar nicht geht, dann habe ich das auch dabei. Und dann von Hypnos so eine Gesichtscreme, weil jetzt, wenn man lange draußen ist, wenn man vorhin zum Beispiel auch spazieren, ist die Haut schon trocken und gerötet und dann mache ich ihm manchmal die Creme drauf. Dann natürlich 2 Löffel zum Essen. Er isst mittlerweile allerdings auch mit Gabel und isst selber. Es sieht natürlich dann immer Katastrophe aus, aber ich finde es wichtig, dass die Kinder auch lernen, irgendwie selber zu essen. Und ich muss dann halt über meinen Schatten springen und diese Sauerei ertragen. Aber er macht es total gerne. Und ich merke auch, dass der total Spaß am selber Essen hat. Und mir ist es wichtig, dass er überhaupt Spaß am Essen hat. Weil bei Milan ist es immer so ein bisschen schwierig, was das Thema Essen angeht. Der ist da ähnlich wie ich. Ich war auch ein super schlechtes Kind, was Essen angeht. Und habe echt mit meinen Eltern ein bisschen Probleme und Kopfschmerzen gemacht. Oder Bauchschmerzen, besser gesagt. Weil ich immer sehr dünn war und nichts gegessen habe. Und Milan ist ja auch jetzt nicht gerade super kräftig oder so. Der ist ja auch eher schmal. Und isst auch noch lang nicht alles. Leider. Also wenn ihr Kinder habt, die alles essen, das ist so, so geil. Aber wir gehören da leider nicht dazu. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich was finde, was ihm schmeckt. Und lass ihn dann auch sein Ding machen. Und dann habe ich auch immer noch etwas zum Knabbern dabei. Das ist seine Knabber-Lunchbox. Da geht er auch von alleine schon immer dran, weil er die gerne hat natürlich. Und auch andere Kinder. Und momentan knabbert er eigentlich am liebsten diese Früchtefreunde von Hip. Das sind so... ja, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Das sieht aus wie Esspapier und da sind so Früchte drin. Das gibt es auch für Erwachsene. Und das isst er voll gerne. Dann habe ich zwar noch diese Reiskräcker-Geschichten, aber da fährt er im Moment nicht drauf ab. Oder auch so Flips. Ja, mochte er auch mal, aber mittlerweile greift eigentlich nur noch den. Ja. Oh, wo kommt die denn her? Eine Rabattkarte von H&M? Nice. Und dann habe ich immer noch so ein paar Ersatzsöckchen und natürlich ein
Schnulli mit dabei, obwohl ich sagen muss, er nimmt Schnuller gar nicht mehr so gerne. Also es ist meistens wirklich nur zum Einschlafen, dass er einen braucht und tagsüber hat er fast nie einen Schnuller im Mund. Also nur wenn er sich wehtut und total weint und sich gar nicht beruhigen lässt, dann gebe ich ihm den und selbst dann spuckt er ihn manchmal noch aus. Also ich glaube, mit dem Thema Schnulli sind wir bald durch, was auch echt gut ist. Ja, ich meine, mir ist es immer lieber, wenn er natürlich keinen nimmt. Aber früher hat er Schnullis geliebt und wir nehmen immer die von Avent. Also am Anfang hat er alles genommen, Avent, Mom, Nook. Mittlerweile nimmt er oder schon länger nur Avent. Keine Ahnung warum. Und der ist voll süß, weil da steht sein Name drauf. Das hat eine Freundin mir gemacht. Keine Ahnung, wo man sowas machen kann. Da wir dann ja in den Indoor-Spielplatz gehen oder generell, wenn ich zu Besuch gehe oder so, nehme ich auch immer noch seine Hausschuhchen mit. Das sind eigentlich gar keine richtigen Schuhe, guck mal, wie die schon aussehen. Ich habe die zweimal von H&M. Das sind so Socken als Hausschuhe. Die gibt es immer bei H&M eigentlich. Und wenn nicht, dann kriegt ihr die online. Und die haben da immer verschiedene Motive. Das ist jetzt so Mickey Mouse. Und ja, dass er einfach keine kalten Füße hat und so nicht ganz so rutschig ist mit seinen Söckchen. Ja, deswegen ziehe ich ihm die immer zu Hause auch an. Ja, dann ist hier seine Zahnbürste, obwohl ich sagen muss, wir putzen zu Hause mittlerweile mit einer elektrischen. Zähneputzen ist bei uns auch so ein Thema für sich. Also, oh Gott, er mag überhaupt nicht Zähneputzen. Oh, das ist echt schrecklich. Wir haben es schon auf alle möglichen Arten und Weisen probiert. Wir machen es immer ein bisschen spielerisch, dass er selber dann putzen kann. Und dann machen wir die mal kurz an. Obwohl ich sagen muss, dann werden die Zähne auch nicht wirklich sauber. Und man muss einfach manchmal auch richtig putzen. Und das ist echt leider ein Kampf manchmal mit ihm. Ich weiß nicht, ob ihr da Tipps habt, ob eure Kinder sich gut die Zähne putzen lassen oder nicht. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ja, dann bin ich nämlich noch mehr frustriert. Dann habe ich für mich immer noch mal so einen Lippenbalsam dabei, Sacrotan-Spray, was ich mittlerweile aber auch eigentlich gar nicht mehr benutze. Dolomin für Frauen, weil ich immer sehr starke Unterleibschmerzen habe in der Periodenphase. Und Tempos, ja. Zu der Jahreszeit geht gar nichts ohne Tempos. Jetzt die letzten zwei Wochen hat uns so die Nase, ist uns so die Nase gelaufen, ja. Ich habe dafür den Milan zum Beispiel diese Nasensauger zum Absaugen, weil in dem Alter können die ja nicht schneuzen. Ich weiß nicht, was ihr da benutzt. Ich habe da in Griechenland den besten Nasensauger meines Lebens gekauft für ihn. Den macht man auch so rein und zieht da dran. Allerdings habe ich irgendwie nicht so viel Luft. Ich kann das irgendwie nicht so gut. Mein Mann macht das immer. Und ja, da bekommt man dann auch den ganzen Schmodder mit raus. Falls es jemanden interessiert. Und so sieht die Tasche übrigens von innen aus. Also man hat dann hier ganz viele Fächer. Ich verlinke euch auch gerne nochmal das erste Wickeltaschenvideo, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich gucke mir das dann auch nochmal an und will mal gucken, was da anders ist als heute. Was ich jetzt gerade noch festgestellt habe, ich habe kein Spielzeug dabei, weil wir auf den Indoor-Spielplatz gehen. Aber normalerweise nehme ich immer noch ein Auto, ein Buch oder so ein kleines Telefon oder so für ihn mit. Es ist auch immer schwierig, so kleine Spielzeuge zu finden, weil bei Milan ist irgendwie alles riesig. Und so riesige Sachen kann ich natürlich auch nicht immer mitnehmen. Ja, aber ein Spielzeug würde ich normalerweise noch einpacken. Aber heute, wie gesagt, brauche ich keins. Hier sind wirklich 1000 Fächer in dieser Wickeltasche. Das ist echt total toll. Und hier den hinteren Teil kann man auch umklappen und die Kinder da drauf wickeln. Weil man ja nicht immer überall eine Wickelkommode auch vorfindet. Leider auch nicht in allen Gaststätten. Und das war mein Update zu meiner Wickeltasche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich verlinke euch die Wickeltaschen auch mal unten in die Infobox, falls ihr bei Bupo vorbeischauen wollt. Die haben alle möglichen Farben und Designs und ich glaube, für jeden Kinderwagen ist da das Passende dabei. Und vergesst nicht, bei der lieben Nancy vorbeizuschauen und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf und bis ganz bald. Tschüss! Muah.